Moin, moin, moin. Apokalypse naht. Geschäfte haben wieder offen. Das heißt, ich reihe mich mit den anderen 100.000 Menschen ein, die heute einkaufen gehen. Bei uns gibt es zu Hause an Silvester eigentlich immer Raclette und da besorgt das Fleisch und so weiter eben alles schon die Mutter. Wie gesagt, ist halt top, wenn man eine Fleischfachverkäuferin als Mutter hat, zumindest an den Weihnachtsfeiertagen und so weiter und so fort. Hat auch seine Nachteile, weil wir kriegen weit mehr Fleisch und Wurst, als ich das jetzt für mich eigentlich gerne haben würde. Ja, aber wie gesagt, dafür spare ich mir eben heute das Anstellen, dass ich der Michaela dann Fleisch kaufe. Ich für meinen Teil werde übrigens an Silvester auch Fleisch essen. Und wenn ich dann genug Fleisch gegessen habe und ich es wieder bereue für 365 ein Vierteltage, dann kann ich ab 1. mir wieder vornehmen, brav als Veganer weiterzuleben. Ja, ne, so Ziele an sich habe ich mir eigentlich keine gesetzt fürs neue Jahr. Nein, doch. Beziehungsweise ich habe mir eine Sache bezüglich Vloggen vorgenommen, dazu spreche ich aber in einem anderen Vlog nochmal dazu. Das ist aber auch kein Vorsatz, wo ich in Gefahr laufe, dass ich den breche, weil Ziel und Zweck ist es da irgendwann zu brechen mit. Da geht es eigentlich nur um so eine kurze Phase. Aber wie gesagt, wann anders mehr. Ich kümmere mich jetzt um die Kästen, dass die schon mal draußen stehen. In 10 Minuten, 15 Minuten sowas kommt die Wanne vorbei und dann, glaube ich, checken wir erstmal einen Getränkemarkt und dann hopp zu Netto. Einkäufe sind im Trocknen, alles erledigt. Dann will jetzt die Kira nochmal raus. Das musste aber heute gar nicht alleine. Ich habe eben die Judith angeschrieben und die meinte, Balu möchte auch raus. Die Judith wäre schon ein ganz klein bisschen früher losgestartet, eigentlich schon vor einer halben Stunde, aber die hat jetzt netterweise noch schnell auf mich gewartet. Und wisst ihr was? Heute nehme ich mal die Vlogging-Kamera mit. Dann kann ich von den beiden noch ein paar kleine Aufnahmen machen. Alles, was ich bis jetzt aufgenommen habe, habe ich übrigens mit dem Kit-Objektiv aufgenommen und weil es da hieß, dann verliere ich auch Background Blur. Gar nicht mal so arg, wie ich es gedacht hätte. Also ich habe jetzt leider noch keinen ND-Filter da, der kommt morgen, so hoffe ich. Aber die Indoor-Aufnahmen eben in der Küche, die ich gemacht habe, zu Beginn des Vlogs, die waren auch schon mit dem Kit-Objektiv und da war aber der Hintergrund doch für eine Lichtstärke von 3,5, die das Objektiv offenblendig hat, eigentlich ganz ordentlich. Könnt ihr behaupten, mit unserer blonden Ungarin, also der Kira, kommt der Mikisch eigentlich ständig ein bisschen zu kurz, also zumindest im Vlog. Wie gesagt, unten alles erledigt, jetzt holen wir die Blonde und dann geht's auf zum Spazierengehen. Ja, alles nicht so einfach, aber wenn sie in die Lette rein will, ich meine, ihr macht Spaß, dann soll sie halt in die Lette rein, aber schon kalt draußen da zu duschen. Das ist der coole Part an der Geschichte, wenn wir draußen waren und der Balu war dabei, dann ist er hinterher den restlichen Nachmittag tot, liegt sie nur da und schläft. Sie haben momentan auch so einen kleinen Kauknochen neben sich liegen, aber auch der ist völlig uninteressant, einfach schlafen. Ich werde mich jetzt ranmachen und werde das Abendessen vorbereiten, damit wir heute Abend nicht mehr recht lange kochen müssen. Vom Vlog her war es das für heute und schauen wir mal, nicht, dass es noch zum Daily Vlog ausartet hier. Freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.